kleine Seeforellen, die wollen wir ja schon. Und deswegen hole ich die gar nicht aus dem Wasser raus, das seht ihr sie. Und auch hier hängt sie wieder im vorderen Drilling, wie ich immer erwähne, dass sie offensichtlich von der Seite attackiert. Nun, da wollen wir natürlich, dass das hier gut geht, gut bleibt. Und dafür habe ich einen großen Kescher natürlich. Und da mache ich es halt immer so, dass ich sie vorsichtig kescher. Und dann kommt die hier rein in den Rutenhalter. Sie hat genug Wasser. Tu die Rute beiseite und lass sie gleich unten im Kescher. Natürlich bleibt mal auch der Haken hängen. Das ist klar. Ich lass sie gleich los, hol sie gar nicht raus. Und seht ihr, das ist sogar jetzt eine Kreuzung. Gucken, ob ihr es sehen könnt. Mit roten Punkten. Ist also ganz interessant. Und die lasse ich also direkt aus dem Kescher auch wieder los.